immer im Kreis drehen, während man diesen Strahl gedrückt hält. So, und jetzt. Wie lange kann ich noch? Ja, okay. Kommt schon, kommt schon, kommt schon, kommt schon, kommt schon, kommt schon. So, nächste Paar. So, okay, das waren jetzt eigentlich relativ gute Bonuspunkte. Ja, in den Dingern kann man immer extrem viel Bonuspunkte erreichen. Komm, die da oben will ich noch. Danke. Okay, was war das für ein Bonus? Jammin, 400. Die bringen leider keinen Bonus. Boni bringen nur die Gegner wirklich, die man tötet, zumindest soweit ich mich erinnere. Wobei, nee, die haben jetzt auch gerade Boni gebracht. Scheiße Viecher, ey. Da hinten gab's aber irgendwas. Nee, nichts Besonderes, nur ein Gegner. Ach nee, doch, Rakete. Okay. Was ich wohl oder übel dahinter. Verdammter Mist, ey. Wahrscheinlich krepier ich hier noch wegen irgendwelcher Dummheit oder so. So. Gut, die Rakete hat das zerstört, diese Wand. Ja, das ist mir auch schon aufgefallen, du Held, du. Dass man die Kisten nur mit Raketen zerstören kann. Goldring. Mit 21.000 Punkten, wow. Ich frag mich, was das für ein Rank wird. Höchstwahrscheinlich kein A, da bin ich mir relativ sicher. Aber so schlecht dürfte das gar nicht sein, eigentlich. Okay, zwischendurch habe ich teilweise nicht so fette Boni gemacht. Rank D. Ey, sag mal, wie viel Punkte brauche ich denn in Eggman-Leveln? Ich wüsste nicht, wie ich die viel besser hinkriegen soll. Okay, am Anfang habe ich mich ein paar Mal treffen lassen, aber... Okay, da wird Rank A wirklich verdammt heftig. Da muss ich ja nur noch Kombi machen mit den Schüssen. Ciao, World! World! Ja. Die Ciao World, wo wir uns, ich werde diesmal schauen, wie ich den in den unteren Garten reinbringen kann. Ich glaube. Fetter Mann, du nimmst jetzt den Ciao. Fetter Mann, Dr. Eggman. Ich glaube, dadurch kann ich ihn in den anderen Ciao Garten transferieren. Mit diesem Ciao Adventure Game Boy Advance. So, Dölle. Tolle Musik. Goodbye, Move, Pick-Off. Drop-Off. Wohin kann ich ihn denn? Nee. Nee, ich kann damit nicht den Ciao wechseln. Okay, ich muss ihn tatsächlich durch die Welt tragen. Goodbye. Oh, Ciao wird im Wald spielen gehen. Du wirst ihn nie mehr wiedersehen. Oh. Tschüss, Gorilla, Ciao. Geh im Wald spielen. Wir sehen uns dann nie wieder, nachdem du spielst. Nö. Gehen wir wieder zurück. So. Fetter Mann namens Eggman. Hüpf! Jo, 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 jo. Was die immer für Geräusche machen müssen, wenn man hüpft, Alter. Tails macht immer mit seinem Ich, wenn er irgendwas aufhebt. Und Eggman mit seinem Jo. Jo, jo, Mann, jo. Jo, Alter. Was geht? I've been waiting for you, Doctor. Now, I will show the glorious achievement of what the world's leading scientist, Professor Gerald, has created. The Ark was the first space colony created by mankind. Not many people know that the Ark contained a top-secret research facility, where weapons of mass destruction were being created. This is one of them, a weapon capable of destroying an entire planet, codenamed... the Eclipse Cannon. Destroying an entire planet? Was this my grandfather's legacy? But it's been deactivated for some time now. To reactivate it, large amounts of energy are necessary. Oh, so that's why we needed the Chaos Emerald. Exactly. To reactivate the machine, we need the 7 Chaos Emeralds.
Once you have that, then you have the ultimate power of destruction to use as you please. And then, the world could be yours. Sounds like a plan. I like the way you think, Shadow. I will get the Chaos Emeralds, use the machine to dominate the world and build a legacy of my own. Do you really think it will be that easy? I've got a great idea. How about making a deal? A deal? When you grab that huge emerald, you said something about a reaction. A reaction that it may have with the Master Emerald. Now, if you could just let me borrow that radar, I may be able to help you. What do you think? If I do, what's in it for me? I have an idea where the other Chaos Emeralds may be. It may not look like it, but do you know that I am a treasure hunter that specializes in all kinds of jewels? Very well. Okay then, it's a deal. I don't think we've been introduced. I'm Rouge the Bat, but you can call me Rouge. Rouge. So, so. Eine sehr finstere Persönlichkeit. My idea of a vacation. How can you be sure your intelligence reports are correct? Why would the Chaos Emeralds be here on the island? Are you absolutely sure? Well, believe what you want to believe. Very well, very well. Let's discuss how we are going to do this. I will go in first and distract the military troops, allowing you to sneak in the base without being detected. Then, Shadow will enter the armory, where he will set the timer on these dynamite packs. Once that is in place, we will blow up the whole island and get away before anyone has a chance to know what hit them. Meanwhile, you'll have to sneak into the cargo area and grab the Chaos Emerald. That's a challenge for such a worthy treasure hunter as yourself, isn't it, Duck Girl? We only have 30 minutes to pull this mission off, and we only get one try, so don't fail me! Na dann, jetzt geht's los. Ich nehme mal an, ja genau, Weapons Bad. Stürm die Militärbasis. Das mache ich mal nun, und zwar mit Eggman. Hier kann man so viele Punkte erhalten. Und man kriegt in der Regel so schlechte Ranks dafür. Was war das für ein Ding? Perfekt. Ja, ich sag's direkt, wir werden extrem wenig Punkte kriegen. Beziehungsweise einen extrem schlechten Rang. Wie viele braucht man für Perfekt nochmal? Wahrscheinlich habe ich jetzt viel zu viele zerstört. Ich hätte hier sicher zwei Perfekt rauskriegen können, aber... Ja, das reicht schon für Perfekt. Da habe ich viel zu viele zerstört, ey. Das geht ja mal gar nicht. Ja, mit den Ringen? Und da drin gibt's ein... Wow, Power-Up! Large Cannon! Damit kann ich Stahlcontainer aufbrechen. Bam! Das ist doch nice. Geh kaputt! Los! Perfectly! Passiert da irgendwas? Tut's nicht. Okay, jetzt kann ich runter. Krepiert! Das Witzige ist, auch hier, Wasser ist Instant Kill. Das heißt, das sollte ich nicht berühren. Weil Wasser ist dann wohl sehr schlecht. Wenn ich krepier da drin und so. Ne? Musik ist komisch, aber auch nicht schlecht. Kann ich nicht meckern. Ich mag diese Hoverstellen nicht, wo ich darauf angewiesen bin, dass der Sprung klappt. Hüpf! Danke. Ja, da muss ich echt hoffen. Das mag komisch klingen, aber ich muss hoffen, dass der Sprung klappt. Weil wenn er nicht klappt, dann kann ich es vergessen. Dann fail ich. Weil dann... Es ist frustrierend, wenn dieser Bug passiert. So, dann gib mal hier an deine... ich glaube, ich habe es noch nie geschafft, an der Stelle nicht getroffen zu werden. Das ist unmöglich, will ich fast sagen. Okay, hier vorne haben wir wieder einmal perfekt. Oder? War das schon perfekt? Nee, es war nur awesome, verdammt. Das war echt schlecht. So, hier rein. Das dürfte... Wird das ein perfekt? Wie viele brauchen wir nochmal für perfekt? Ja, okay, 10 reichen, glaube ich, oder 11. Irgendwie so.
krepierst. Du krepierst. Oh. Äußerst unschlau. Ich habe uns ein paar Ringe, wir brauchen nämlich definitiv unsere HP. HP ist was Tolles. So. Das war knapp. Ja, wieder so. Schon wieder. Seht ihr's? Seht ihr's? Ich sterbe wegen sowas. Der. Ah. Wie unfair ist das denn? Jetzt kann ich das alles nochmal machen. Und unsere ganzen Score-Punkte sind im Eimer. Nur weil ich da verdammt nochmal automatisch nach unten hüpfe. Mann! Das ist doch zum K. Zum K einfach. Boah. Frustrierend ohne Ende. Meine Ringe hier und lass mich hier reisen. Ah. Ja, dass ich langsam da runter muss mit dem Haufen bringen, das ist mir auch. Was war denn das jetzt wieder? Ich werde verrückt. Zu früh abgesprungen. Das ist verdammt. Wirklich, der hüpft automatisch nach vorne und lässt mich ins Wasser fallen. So. Wenn diese Steuerung nicht wäre, ey. Wenn nur diese blöde Steuerung nicht wäre, kann mir irgendjemand, der vielleicht die amerikanische Version von dem Spiel hat, mal sagen, ob das da auch ist. Weil, ich habe jetzt mal rumgetestet mit anderen Spielen. Das liegt definitiv nicht am Controller, dass doppelt der A-Knopf gedrückt wird, direkt hintereinander. Das liegt definitiv an Sonic. Haben halt auch andere Leute das Problem. Aber ich würde gerne wissen, ob ich das mit einem Emulator oder irgendwas beheben könnte. Mit einer amerikanischen Version oder irgendwas. Ich kann das jetzt zur Not auch, falls es einen GameCube-Emulator gibt, den benutzen und darauf den entsprechenden zocken. Das wäre alles kein Problem. Ups, das wollte ich nicht. Oh Mann. Und du gibst mir da auch hier. Danke. Du lässt mich auch durch. Danke. Ja, so kurz vom Speicherpunkt sind wir krepiert. Na super. Das finde ich ja toll. Wir haben uns zum Glück vorher richtig viele Leben erspielt. Durch diese, wenn wir... Nicht mich wieder runterschießen hier! Blödes Teil. So unforgiving hier. Man fällt sofort runter und ist tot. Man kann es nicht mal ändern. Es passiert einfach. So. Ey. Ich mag das Level nicht, falls ihr es schon gemerkt habt. Also das Level ist, glaube ich, eins meiner wirklich... Eines der Level, die ich wirklich am allergrausamsten finde von allen. Die anderen Level von Eggman finde ich sind ganz okay danach. Die finde ich dann eigentlich ganz wieder in Ordnung, aber das hier ist echt nur noch nervig. Okay, das war meine Dummheit, das gebe ich zu. Das war allein meine Dummheit. So. Ich kümmere mich auch gar nicht mehr um die Score-Punkte. Das wird sowieso ein Rang E, wenn ich es am Anfang verschissen habe. Lass dich mal hier hoch, bitte. Wieso bin ich jetzt hier hochgegangen? Will ich mich treffen lassen? Na danke. Ah, Spiel, kannst du bitte einfach sterben gehen? Danke sehr. Danke, 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 danke sehr. Fürs Sterben gehen. Krepier, du. Ich hoffe, ich gehe jetzt nicht Game Over, bevor ich hier durch bin. Ich möchte dieses Level einfach nur packen. Hier hüpfe ich nicht wieder hoch. Nein. Hier hüpfe ich entlang. Danke sehr. Und hier hüpfe ich wieder entlang. Gut. Cargo Area. So, geht kaputt bitte. Danke. Jetzt hier muss ich hoch. Und währenddessen den da abknallen. Und die anderen auch abknallen. Und den abknallen. Und da vorne ist der Goal Ring. Danke. Danke, danke, danke. Scheiß Level. Ohne Witz. Das Level ist kacke. 1800 Punkte. Rang E. Sicher Rang E. Mit Sicherheit. Los, sag's mir. Danke. That was too close. Nee, es war nicht too close.